Hallo, heute stelle ich euch die Anwendung Thumb Keyboard vor. Kann für 2,08 € heruntergeladen werden. Man hört schon Anwendung, sprich keine App. Es ist eine alternative Tastatur für Android-Geräte. Hat man sich die heruntergeladen, muss man als erstes in die Einstellungen und muss dann in die Sprache- und Tastatureinstellungen. Hier muss ich zum einen bei Thumb Keyboard 4 den Haken setzen, um das Ganze erstmal zu aktivieren. Will ich dann die Tastatur endgültig aktivieren, muss ich noch die Eingabemethode auswählen und auch hier den Knopf in dem Fall bei dem Thumb Keyboard setzen. Die Tastatur bietet wirklich unglaublich viele Einstellungsmöglichkeiten, die sie können unter den Thumb Keyboard 4 Einstellungen vorgenommen werden. Ich denke, man sieht schon allein an dem Umfang, also das ist wirklich Wahnsinn. Da kann von der Größe bis zum Theme, bis zum Hintergrund wirklich alles verändert werden. Hier oben können die Sound-Settings geändert werden, wie soll sich der Tastenanschlag anhören. Wir gehen jetzt aber mal in die Themes über. Hier können wir aus 26 verschiedenen Keyboard-Themes auswählen, welches uns am meisten zusagt. Die unterscheiden sich in Farbe, teilweise in Optik. Da kann ich wirklich einfach das auswählen, was mir am besten zusagt. Ich würde sagen, wir wählen jetzt einfach mal eins aus. Sehen jetzt schon, das ist ein kleinerer Nachteil, würde ich vielleicht sagen, aber andererseits ist die App da nicht allzu groß. Einzelne Themes müssen dann heruntergeladen werden, wenn ich mir jetzt ausgesucht habe. Die sind also nicht standardmäßig alle in der App enthalten, aber ich denke, man sieht schon hier, das geht relativ zügig. Das ist also kein Problem. Beim Background habe ich die Möglichkeit, einen eigenen Background zu benutzen. Ich finde aber, dass hier die Theme-Backgrounds am besten passen. Die sollte man meiner Meinung nach also so lassen. Ich kann unter den Keyboard-Dimensions die Größe des Keyboards auswählen. Da kann ich wirklich ganz nach meinen eigenen Bedürfnissen von 0 bis 200% auswählen, wie groß das jeweils im Portrait-Mode oder im Landscape-Mode sein soll. Kann dann wirklich alle möglichen Höhen und Tiefen und der Tasten auswählen. Eine schöne Möglichkeit ist auch hier, ich kann jeder Taste eine Sekundärtaste zuordnen. Sprich, bleibe ich länger auf dem A, kommt ein Prozentzeichen. Bleibe ich länger auf dem E, kommt eine 3. Das kann ich wirklich alles individuell gestalten. Ich kann mir dann auch verschiedene Sprachen herunterladen, die dann automatisch erkannt werden. Habe ich mittlerweile mit der deutschen Sprache schon gemacht. Kann dann auch noch einzelne Blöcke in zwei Farben optisch hervorheben lassen. Aber ich würde sagen, genug geredet, gehen wir am besten mal in das Keyboard hinein. Dazu starten wir jetzt einfach mal hier die Google-Suche und man sieht schon unser Keyboard ganz anders, als man es eigentlich gewöhnt ist. Hier ist im Hochformat die Tastatur mehr oder weniger getrennt. Der eine Teil befindet sich links oben, der andere rechts unten. Hier haben wir dann die Zahlen direkt zugänglich und haben hier unten einen Cursor. Anfänglich muss ich wirklich sagen, benötige es doch einiges an Umstellung, sich daran zu gewöhnen. Hat man sich aber mal eine Zeit lang damit beschäftigt, kann einem das wirklich entgegenkommen, wenn man wirklich seine Tastatur absolut individuell seinen Bedürfnissen anpassen kann. Natürlich funktioniert das Ganze auch im Querformat. Hier ist die Tastatur, ich würde sagen, eher klassischer oder wie man es eben kennt. Zwar auch etwas anders, es gibt teilweise Freiräume, die dann mit eigenen Tasten individuell belegt werden können. Man sieht es hier jeweils, die einzelnen Zahlen haben, Buchstaben und Zahlen haben dann verschiedene weiterführende Möglichkeiten, die ich eben individuell einstellen kann, was ich denn möchte. Ich sehe dann hier immer Vorschläge, die ich auswählen kann und die dann direkt eingegeben werden. Vor allem finde ich aber, ist die App wirklich sinnvoll, wenn man sie im Hochformat benutzt, sprich öfter im Hochformat tippt und sich hier das Keyboard individuell anpassen will. 2,08 € ist sicher kein allzu günstiger Preis, aber ich finde, für die Möglichkeiten, die das Keyboard mit sich bringt, ist es doch auf alle Fälle eine schöne Option. Man kann es anpassen, wie man will, da braucht man also wirklich, denke ich, eine längere Zeit, um das Ganze seinen Bedürfnissen perfekt angepasst zu haben, da wirklich so viele Einstellungsmöglichkeiten vorhanden sind. Ich kann dann auch auswählen, ob aus meinen Kontakten der Zugriff ich da erlaube. Kann wie gesagt verschiedene Input-Languages auswählen, über Deutsch, Englisch, Französisch bis zu vielen anderen. Und habe eben wahnsinnig viele Möglichkeiten, meine Tastatur individuell anzupassen, von Größe über Farbe bis zur Tastenbelegung. Ich kann jetzt beispielsweise mal noch die farblichen Blöcke dann zeigen, wie das aussieht, wenn die hervorgehoben sind. Hier ist dann unterteilt. Sieht man hier in dieses Grün, Rot und Lila. Wenn es einem hilft, kann man es natürlich einfach aktivieren. Ich finde es diese Funktion beispielsweise weniger hilfreich. Im Großen und Ganzen ist es aber wirklich eine schöne Alternative zur klassischen Tastatur, die man kennt. Ist sowohl auf Smartphones als auch Tablets optimiert. Sprich, es gibt auch bei Tablets ist die App
universal einsetzbar und kann auch hier meine Tastatur individuell anpassen. Meiner Meinung nach eine wirklich schöne Anwendung, gerade wenn man viel längere Texte mit seinem Smartphone oder Tablet tippt, kann man wirklich alles ganz nach seinen Bedürfnissen anpassen. Soviel jetzt zu diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.